Wir machen weiter mit Folge 18 unseres Necromancer Let's Plays. Wieder dabei natürlich Dennis. Servus. Würde sagen, wir starten direkt durch. Direkt Haben wir in der durch. letzten Folge den Schwierigkeitsgrad ein bisschen angeschraubt und schon ein bisschen auf die Fresse bekommen. Aha, minimal. Aber wir sind auf einem guten Weg zu 60. Das denke ich, kriegen wir hin. Oder ist unser heutiges Ziel? Oh, mach die Blutsauger nicht. Ich bin doch der Blutsauger. Autsch. Ja, wo sind denn hier am Baum? Was da? Was? Au, 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 schon wieder tot. Was mache ich denn hier? Es gibt hier irgendwie keine Leichen. Ja, weil direkt eine gelbe Gruppe ist irgendwie uncool. Ja. Aber die da sind. Nur eine Frage der Zeit. Und ich bin tot. So. Warum die Google noch? Bam, 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 bam. Bam, bam. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, eine Kiste. So, macht das auch wieder Spaß, siehst du. Ja, mit ein paar Leichen. Oh, blaue Gruppe. Nicht weglaufen hier, Mensch. Ach so, meine Leichen bewegen sich jetzt ja zu dem Gegner. Hihi. Ich habe den Skill ja geändert. Was hast du denn geskillt? Wie war das denn? Kostet 2% Leben, lässt 11 so. Meter großen Zieberei. Ach so, genau. Oh ja, komm, lass mich mal hier raus. Wie war das? 350 Schaden, was haben die vorher gemacht? Oh, vor allem sie war das mehr Schaden gemacht. Dafür laufen sie jetzt zum Gegner. Wir müssen das noch ein bisschen genauer testen. Da kommt ein Spinnenbein raus. Ja, lustig. Also ich kann zurücklaufen, kann die hier. Hier ist ein Haufen. Nehmen wir den mit. Ja, ganz schön viel Boden. Boden? Ja, grün, blau. Mehr grün. Mehr blau. Nein, nein, nein! Ich wollte doch nicht sterben. Ich bin hier gefangen mittendrin. Ich finde das nicht schön. Was hast du da alles gepult, bitte? Jetzt bin ich wieder schuld. Ja, natürlich! Du warst vor mir hier. Es macht Bumm. Weglaufen. Hey, die Witzke, Herr Kapitän. Mir ein paar Leichen, da mir ein paar Leichen. Achtung, wieder was Blaues. Kein Problem, auf dem Dings wieder die. Was Gelbes? Ja. Stacheln.
irgendwie lustig, auch wenn es wenig Schaden macht, aber die laufen überall hin, die Leute. Das ist lustig. Jetzt muss man die Leichen nicht mehr oder die Mobs nicht mehr zu den Leichen ziehen, jetzt kommen die Leichen zu den Mobs. Ja. Darüber. Sackgasse. Sackgasse. Sarggasse. Wo geht's denn hin? Runter. Ja. Leichenhaufen. Ich bin doch rausgelaufen, verdammt. Computer sagt nein. Ja, weil die Mobs so dicht stehen wieder. Diese Vollidioten hier. Ich kann ja auch nicht mehr rauslaufen. Das ist einfach ätzend. warte mal, ich muss mal so, das kann ich ändern. Grün da. Gut. Fähigkeit geändert, macht mehr Damage, besser ist es. Ah, schon besser. Wenn gleich eine Explosion einfach mal einen doppelten Schaden macht. Ja. Macht das mit Golem auch mehr Sinn. Ich brauche ja den Golem nicht reinwerfen. Ja, es läuft geschmeidiger, definitiv. Man merkt es direkt. Der Ausgang. Legendary. Gleiche grübliche Axt, die du eben bekommen hast, glaube ich. Ah, hier bin ich den Boss noch. Geh mal hin. Ja, ob das jetzt so sinnvoll war, hier sind jetzt kaum Leichen. Ah, geh mal schon hin. Schwert danach gerne beim Backport. Ach komm. Tot im Fall. Ja, 15%. Execute. Nein, das reicht nicht ganz für Level 60, gehe ich von aus. Ja. Wie schnell waren wir denn? Hast du Zeit? 9 Minuten haben wir. Dann lass doch noch ein bisschen weiterlaufen und lass Level 60 machen. Okay, mach mal. Dann können wir die Aufnahme so mit 12 beenden. 12, 13 Minuten ist doch prima. Hätte ich gesagt. Ja, das hört sich sinnvoll an, machen wir dann Skills nächste Folge. Neue Gegnertypen. Stimmt. Ja, die hat man aber schon mal, glaube ich, in der Aufnahme. Ja, eine der ersten, aber. Das stimmt. Trotzdem neues neu. Das stimmt. Sie explodieren genauso gut wie die alten Gegner.
Au, 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 au. Au. Du nutzt die Pfähle, oder? Ja. Ja. Die machen auch extrem viel Schaden, finde ich. So klar. Und du bist halt dann nicht gezwungen, dass die Gegner dastehen, sondern du nimmst sogar Leichen, die außerhalb deines Bildschirmes sind, und schmeißt die noch auf die Gegner. Ja klar, das ist richtig. Wie gesagt, das fand ich ja so geil an den Skill, dass die Leichen mitlaufen, aber die machen halt wenig Schaden. So, jetzt müssen wir gleich wieder weggehen. Ja, aber irgendwo hier ist noch was Gelbes. Ja. Ja, machen wir den noch lang und dann... Lang? Ist er lang? Nein, ist nicht lang. Ja, doch, er ist lang. Ist er lang, dann gehen wir heim. Backport. Ja. Ach, komm schon. Geht ihr mal blockieren. Ja, sie haben dich getroffen. Ich mach aber mal zu, ne? Kriegst du auch die EP dann? Ja. 61 sind wir sogar. Ah, jetzt komm schon, geh mir nicht auf die Nüsse, ey. 7. So, was haben wir denn hier? Irgendwelche. Ein paar Schultern. Na klar, jetzt wird natürlich das Equip dementsprechend schnell viel besser. Das ist richtig. Ab jetzt. Aber ist ja auch okay, wir wollen ja irgendwann mal 70 werden. So, was hat die Zeit? 12, 13 Minuten? Wir sind bei 12. Wollen wir schnell noch 13 gehen, bevor wir es beim nächsten Mal vergessen, wenn wir ausloggen. Kann man machen. Natürlich, machen wir noch so direkt. So viel Skills ist ja wahrscheinlich nicht mehr. Nee, ist richtig. Ist meistens eh nur Runen. Wir haben auf der Todesnova die letzte Rune freigeschaltet. Die Blutnova kostet 10% Leben und macht ein bisschen mehr Schaden als sonst. Die größere Rate ist glaube ich auch noch, hä? Nee, ist gleich. 25 Meter, stimmt. Wirklich nur Schaden. Dann gehen wir zu reanimieren. Reanimierte Kreaturen verursachen 20% mehr Schaden, dafür kosten reanimieren jetzt 3 Leben. 3% Leben. Ja, das ist ein guter Trade, finde ich. Verursachen 20%, ja, ist okay. 20% mehr Damage. Land der Toten haben wir noch. Land der Toten. Skills kosten keine Essenz mehr, während du dich in den Land der Toten befindest. Auch interessant. Okay. Flüche. Altern. Erhaltet 1% Ablenkzeitsreduktion pro verfluchten Gegner bis zu einem Maximum von 20%. Na, wenn die Gegner lang genug leben, lohnt sich's ansonsten weniger. Das stimmt auch wieder. Und dann der Egelfluch mit verfluchtem Boden. Verflucht den Boden, heilt euch um 1% eurer maximalen Life pro Sekunde für jeden Gegner in der Zone. Oh, interessant. Ja, das wird Heilung, mal gucken. Dann den Knochengeist, letzte Rune. Der Knochengeist verführt den Gegner für 10 Sekunden. Naja, nicht so der Bringer. Es kommt auf die Gegner, wenn der wirklich jeden Gegner nimmt und ach, keine Ahnung. Ja. Blutige Fahrte. Gewährt eine zusätzliche Aufladung, kostet aber doppelt so viel Leben. Okay. Naja. Und Simulacrum kostet 25% Leben. Das ist viel. 120 Sekunden Cooldown. Ein Simulacrum aus Blut, das alle deine Sekundärskills kopiert. Das 50 Sekunden lang aus Sekundärfähigkeiten. Okay. Einfach für die 15 Sekunden doppelter Schaden. Ja, muss man mal testen. Ich würde sagen, wir schauen uns das alles mal offscreen an, gucken, was wir uns dazu erzählen können beim nächsten Mal. Richtig, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.